Probieren wir das damit mal. Da ist er wieder. Ja, ja, ich bin wieder da. Müsste aber eigentlich schon seit einer Minute oder so sein. Ich piekse in dein Parsch. Wie piekse ich denn? Ich piekse in deinen Parsch. Dein Arsch, wollte ich sagen, nicht dein Parsch. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja! Instant-Tod, natürlich. Warum auch nicht? Kann man so machen, klar. Schon zwischen Popo und Arsch, ja, war auch so. Das war auch so. Ich bin noch ausgewichen. Schnell weg hier. Ah! Typ rastet aus.
Der hat auch das Lied von gestern gehört. Oh, der kann das mehrmals. Oh mein Gott. Ich dachte, der macht das nur einmal. Shit! Shit! Meine Fresse, dein Kackfuß, der stinkt! Wow. Wow. Ich danke dir. Dämon des fucking Hasses. Alter. Alter. Junge, 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 Junge. Ey, wie gerade mein Adrenalin hochging, als ich gesehen habe, dass er nur noch 2 Schläge braucht und ich irgendwie an ihn rankommen muss. Diese Genugtuung gerade. Alter. Alter. Manni hat mich vor circa einer Stunde angerufen. Und was sagt er? Wegen deinen Reifen. Ja, was ist denn mit denen? Thank you.
Erzähl. Am Samstag Zeit hast, ansonsten nächste Woche mal reinschneiden. Ich glaube, nächste Woche wäre mir lieber. Dann könnte ich irgendwie mal am Montag, nächste Woche Montag vielleicht irgendwie vorbeikommen. Wäre mir, glaube ich, am liebsten. Wenn das geht. Ach so, scheiße, stimmt. Ja, stimmt. Samstag, nee, Samstag dann. Nee, ist richtig. Samstag geht. Bräuchte auch wieder eine neue Bereifung. Ach, egal. Ich bin gerade einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Wow. Von wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ich habe mich hier irgendwie hingebeamt, ne? Von 9 bis 12? Ja, okay. Ach, ja. Freitag geht auch, ja, dann lass nächste Woche Freitag machen. Das ist, glaube ich, besser. Dann lass das lieber nächste Woche Freitag machen. Da hast du recht. Mögen die Ver- Wollt ihr? Mögen die Ver- Fahren wir auch einen Nachmittag dann hin, alles klar. Oh, ihr habt überlebt. Ihr wisst es, nicht wahr? Ihr wisst, wer der einarmige Dämon einst war. Nein. Verstehe. Es ist wohl besser so. Ein übles Schicksal. Von den Flammen des Hasses verzehrt, um auf ewig als Dämon zu leiden. Ihr habt sein Leid beendet. Mehr war es nicht. War das eventuell der Bildhauer? Hört auf meinen Rat. Der Hass, der in ihm wohnte, ist nun ohne Gefäß. Je länger die Feuer des Krieges wüten, desto mehr wird diese Welt verbrannt. Das heißt nicht, dass ihr seinen Platz einnehmen müsst. Bin für heute erstmal weg. Viel Spaß noch. Schön, dass du da warst, Herr Zocker. Mach's gut. Nun denn, hinfort mit ihr. Habt Pflichtdinge, die getan werden müssen, nicht wahr? Schade. Ich glaube, das könnte der Bildhauer gewesen sein, oder? Einarmiger Dämon? Der war doch auch einarmig. Vielleicht, weil jetzt Isshin... Isshin ist doch jetzt unser Endboss. Und, vielleicht hat der Hass ihn zerfressen, dass das mit Isshin jetzt irgendwie... Kann das nicht sein?
Der Bildhauer ist ja nicht mehr da, das ist es ja. Der ist ja fort. Deswegen dachte ich gerade, Einarmiger. Das passt halt irgendwie. Da kommt man auch nicht mehr durch. Der hat da immer gesessen. Nee, der hat da nicht gesessen. Nein, das stimmt nicht. Du bist falsch. Das ist nicht der marode Tempel hier. Der hat da nicht immer gesessen, wo die Oma jetzt war. Das stimmt nicht. Du hast nicht gerafft, wo ich bin. Das hier ist der Ort, wo ich gegen diesen Reiter gekämpft habe. Hier war dieser Reiter, der Typ auf dem Pferd mit dieser riesen Lanze, der, ich glaube, sogar erste Boss, richtige Boss, den wir damals bekämpft haben. Ja. Deswegen, und das war ja jetzt nochmal komplett Bonus, was wir da jetzt erspielt haben. Das haben wir ja per Zufall gefunden. Einfach nur, weil da noch ein paar Gegenstände lagen und plötzlich sind wir ja dann da in diese ganzen Konflikte geraten. Da unten sind wir lang. Und dadurch sind wir dann da wieder hingekommen. Das ist ziemlich strange. Aber das Map-Design ist sowieso ziemlich geil von diesen Spielen. Das haben die echt drauf. Woher weißt du jetzt, dass der Bildhauer nicht mehr da ist? Weil wir die Prothese mittlerweile selber verbessern ohne den Bildhauer. Spiel. Spiel wieder aufgehört. Hallo? Lol, Controller hat sich aufgehangen. Deswegen hat sich das Spiel aufgehangen, der Controller ist ausgegangen. Gut, dass er jetzt ausgeht und nicht im Bosskampf. Vielen Dank, Controller. Auf dich kann man sich verlassen. Deswegen ist das Spiel gerade im Freeze. Da hast du aber nochmal Schwein gehabt. Ja, stimmt. Es war jetzt nicht viel Zeit, ne, dazwischen. Ich tapp nochmal raus. Gucken, ob das hilft. Stell dir vor, Boss noch 2 Schläge und dann hängt der Controller. GG, boah, ich würde so ausrasten. Ungelogen. Das war echt, boah. Krass. Ich wollte es nicht schreiben, aber das wäre echt mies. Okay, so, da sind wir wieder. So, da war jetzt gerade der Kampf. Sieht doch eigentlich total entspannt da aus. Ich wollte jetzt aber eigentlich nochmal diesen Schlangenpfad laufen, nur ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Ach, das stimmt, da bin ich auch gar nicht mehr weitergegangen. Das könnten wir eigentlich nochmal eben machen.
Hä, wo ist denn jetzt der... Ist das Ashina Umland? Sich verarschen? Ich war doch da unten. Egal, wir gehen nochmal zum verlassenen Verlies. Es gibt eine App, wo man den Controllerstand vom Akkuzustand vom Controller sehen kann. Für was es sich alles eine App gibt. Ja, ja, ich weiß. Aber who cares? Oh, ich glaube, ich darf hier nicht raus. Dann gehen wir doch nochmal zum Verlies. Vielleicht entdecken wir ja nochmal was wegen diesem Dicky da, den wir da hatten. Wir hatten doch noch hier irgendwo diesen Dicky. Holy shit, was geht denn hier ab? Achso, nö, das ist ja alles noch so, wie es war. Okay. Hier war das doch, oder? Oh, oh, Dosaku-Sensei, was in aller Welt? Wie? Das wollt ihr doch sicher nicht an mir ausprobieren. Du bist sehr scharfsinnig, mein Schüler. Du bist das nächste Testsubjekt. Bitte, nein, wie ich es befürchtet habe. Ihr habt den Pfad der Medizin verlassen. Wie konnte es dazu kommen? Nein, Sensei. Das ewige Wasser hat euch verhext. Sensei, bitte antwortet mir. Bitte antwortet mir, Sensei. Warum? Warum antwortet ihr mir nicht? Antwortet mir, Dosaku! Dosaku! Bitte an, warum? Ja, und wie kommen wir jetzt da rein? Wir hätten ihn umbringen sollen, als wir die Chance dazu hatten. Normalerweise werden Spiele dann pausiert, ja, oder sie bleiben halt nicht einfach hängen, so, weißt du? Weil hier, ich meine, das ist ja im Prinzip wie eine Pause. Das Spiel stürzt einfach komplett ab. Kann man doch als Pause sehen, ne? Ja, hier ist dann alles beim Alten geblieben, denke ich mal. War ja sonst nichts mehr, oder? Oh, warte mal. Oh! Ach nee, das ist nur... Hey, da sind trotzdem noch Sachen. Hier sind wir noch gar nicht runtergegangen. Also jetzt kommen wir von hier in die Zelle rein. The fuck? LOL. Dosakus Notiz, eine Notiz des Chirurgen Dosaku. Meine Schüler haben mich wegen Dogen verlassen, unwillig sich die Hände schmutzig zu machen, haben mich alle für diesen scheinheiligen Quacksalber verlassen. Dojun, mein letzter Schüler. Selbst wenn ich sterbe, muss die Forschung weitergehen. Vollende das Verfahren zum Wohle Ashinas, Dosaku. Aber wo ist der Dicke? Ist der jetzt tot?
Bitte antwortet mir, Sensei! Warum? Warum antwortet ihr mir nicht? Antwortet mir, Dosaku! Soll ich den jetzt umbringen? Lol. Jetzt kann ich ihn nicht mehr töten. Verdammt. LOL! Hey, verpiss dich! Ein Geist. Ich glaube eher, dass der durch diesen Schutzzauber irgendwie am Leben erhalten wird. Frag dich, dass ich ihn zweimal töten darf. Gibt wieder Lebenspunkte. Hier liegen die Vasallen des Ashina-Clans hingerichtet nach der großen Rebellion. Mögen ihre Seelen ruhen. Aha. Hallo? Das sieht irgendwie nach einer unguten Arena aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier schon gekämpft haben. Hallo? Möchte hier irgendjemand sterben? Das war doch bestimmt die... Ja, hier war dieser Hexenmeister-Typi. Hier war der Hexenmeister-Typi. Hexenmeister-Typi. So, wir sind hier irgendwo schwimmen gegangen. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas verpasst haben. Ist das jetzt da, wo wir gerade eben auch lang geschwommen sind? Das sieht alles so gleich aus. Ich glaube, das ist jetzt die Höhle, in der wir gerade eben waren, oder? Ja. Stellt sich nur die Frage, ob wir den Dicky dann hätten retten können. Ärgerlich. Dass wir das nicht eher gefunden haben hier. Wir sind so oft nochmal hier gewesen, um zu gucken, ob auch wirklich alles geplündert wurde und ob was mit dem Dicken ist und so, aber mal auf die Idee gekommen, hier in das Wasser reinzugehen. Das sind wir irgendwie nicht, ne? Hi Jungs.
Ach krass, ihr seid ja auch noch da. Euch haben sie am Leben gelassen, wa? Lol, wer bist du denn? Wofür war denn nochmal der Aufzug? Ah, Senpo-Tempel. Tja, der Dachs-Typ ist tot, ne? Alles andere ist ja auch erledigt. Der Dicke sitzt da auch nicht mehr. Da drüben waren wir ja auch. Tja. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam doch tatsächlich zum Finale kommen. Und uns mit Ishin befassen müssen. Tja. Soweit ich weiß, war da oben ja auch nichts mehr, ne? Oh, da liegt noch was. Kügelchen. Kamen wir da noch hin? Ich weiß, da war doch dieser Dicke, ne? Ah ne, siehst du, da ist der Ast abgebrannt, okay. Dann hat sich das erledigt. Ja, dann müssen wir jetzt gegen Ishin kämpfen. Wohl oder übel. Na, hast du Bock? Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich da wirklich Bock drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Der war schon scheiße. Aber ehrlich gesagt war gerade der Dämon des Hasses auch scheiße. Also. Kommt auf selber raus, wa? Was brauchte ich denn nochmal? Ich brauchte den Speer, den haben wir mittlerweile verbessert. Die Schuriken kann man mal verwenden. Und den Kreisel. Okay. Okay. Da ich wieder vercheckt habe, warum der Ishin aus dem Körper von Genichiro geschlüpft ist, werden wir uns nochmal die ganzen Videos einmal nochmal angucken. Ich hoffe, das passt euch. Kuro-sama. Shinobi des göttlichen Erben. Es ist lange her.
Ich habe die zweite sterbliche Klinge. Genichiro. Wenn du glaubst, du könntest Ashinas Schicksal mit dieser Waffe ändern, dann irrst du dich sehr. Wolf. Niemand hat ein Recht auf das Vermächtnis des Drachen. Es gehört keinem. Ich wünschte, es wäre anders. Ist schon gut. Ein letztes Mal. Ja, beenden wir das. Okay. Ich führe Ashina zum Ruhm. Was macht er jetzt? What? Das hat er noch nie gemacht. Okay, ich muss erstmal wieder mit dem klarkommen. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Das ist jetzt wieder ein ganz anderer, Kampf. Kraft. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Soweit, so gut. Letzten Endes war ich machtlos. Das Drachenblut strömt durch ihre Adern. Damit hat Ashinas lange Nacht ein Ende. Erbärmlicher Enkel. Es war dein letzter Wunsch. Dass die Ashina-Familie ins Leben zurückkehrt. Und das bedeutet, Sekiro, ich muss dich vernichten. Okay. Komm, Sekiro! Ach komm.
Okay. Mach mal das Sekiro Shadows Die Twice am Anfang weg. Das braucht man in den Status nicht reinpacken. Und den Rest kannst du lassen. Ist okay. Obwohl, schreib am besten Endboss. Und dann Ishin Ashina statt Genichiro. Oder schreib einfach nur Endboss. Finaler Boss. Das Ende naht, irgendwie sowas. Weil Genichiro ist ja nicht der Endboss. Es ist ja nur die erste von vier Phasen. Prinzip. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Komm! Sekiro! Shit! Ach ja, das war ja der Wind. So sieht's aus, Yaogi. Dankeschön. Ja.
Kann heißt verlieren. Wenn Carsten Isshin geschafft hat, verwandelt er sich nochmal. Und zwar so, dass er alle Fähigkeiten aller Bosse, die es gibt, hat. Oh Gott, nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die dritte Phase nochmal richtig anstrengend gegen den wird. Ich frage mich, ob bei dem auch die Pfeife funktioniert. Das können wir mal ausprobieren. Aber ich hatte gerade zumindest nicht mehr so dieses... das Gefühl, dass ich so übermannt werde von dem. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich den Kampf schon gut ich mithalten konnte. Ich führe Ashina zum Ruhm. Untergang von Ashina verhindern. Oh nein, ich konnte gerade nichts mehr machen. Ja, das ist es. Deine Kraft. Auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Ja, egal, das lief schon echt kacke. Das ist echt nervig, dass man den auch jedes Mal machen muss. Wäre cool, wenn man den einmal machen muss, aber jedes Mal. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Sekiro! Okay, die Pfeife bringt nix. Das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Shit! War aber ein Versuch wert, so sieht's aus. Wie mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro! Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Klar! Natürlich! Was ist jetzt schon wieder los? Naja, gut, dass ich schon gestorben bin und nicht deswegen gestorben bin.
Immerhin etwas. Wenigstens bin ich nicht aufgrund des Absturzes oder aufgrund des Standbildes gestorben, sondern einfach nur nervige Angelegenheit. Ey, das lief so gut, ne? Ich habe diesen Genichiro ohne einen Treffer kaputt gekriegt. Ohne einen Treffer zu kassieren. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Ja, war klar, dass ich das nicht nochmal schaffe. Ja, Mann. Komm, Sekiro. Wie mein Blut kocht. Stell dich hier, Sekiro. Komm! Oh mein Gott! Ich habe die Phase zum ersten Mal geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ja, genau. Ach, jetzt geht der Scheiß wieder los.
Schieß deinen Blitz! Ich will's versuchen, ihn zurückzuschleudern. Ich will deinen Blitz zurückschleudern. Pass auf, gleich mach das und dann bin ich nicht bereit zum Zurückschlagen. Ich wusste es! Zögern heißt verlieren. Ich wusste es. Die ganze Zeit macht das nicht. Und in dem Moment, wo ich ihn einmal schlage, macht das. Es war so klar. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Shit. Okay. Komm, Sekiro. Mal resetten. Okay. Scheiße. Warum konnte ich mich nicht bewegen? Zögern heißt verlieren. Ach, scheiße. Ach. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Komm, Sekiro.
mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro! Alter! Zögern heißt verlieren. Ich finde die zweite Phase so, so schlimm. Und in der dritten macht er nochmal dasselbe wie in der zweiten, nur noch mit Blitzen, ey. Ich könnte kotzen. Dieser Speer, das Schlimme ist, dass er zögern heißt verlieren. Ja, ja, ich weiß. Ich versuche ja auch ihn unter Druck zu setzen. Das ist ja auch mein Plan. Ich führe Aschina zum Ruhm. Das habe ich auch mittlerweile rausgefunden, dass das das Wichtige ist. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Das bei dem nicht zögern. Nee, nee, sowieso nicht. Das ist ja ein Kampf auf wirklich höchster Geschwindigkeit. Das ist mir ja schon bewusst. Das sagt er ja auch nicht zum ersten Mal. Das hat er schon so oft jetzt gesagt. Das hat er sogar gesagt, als wir noch gar nicht gegeneinander gekämpft haben. Da hat er immer gesagt, zögern heißt verlieren. Ich führe Aschina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Natürlich. Namen zusammen. Hallo Mama, schön, dass du da bist. Ach Mann. Hallo, hallo. Hallo, hallo. So sieht's aus. Den Boss haben wir gerade bis Phase 3 gekriegt. Aber jetzt gerade ist mein Kopf wieder ein bisschen müde. Ich führe Aschina zum Ruhm. Meine Fresse, ey. Jetzt komme ich nicht mehr an diesem Lauch vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Ich brauche jetzt erstmal so 3-4 Versuche, bis ich mich wieder so rehabilitiert habe. Ich weiß es nicht, wie man es nennt. Und dann kann ich wieder auf Ishin gehen. Ishin Aschina. Ich führe Aschina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Warum macht er jetzt diesen Angriff momentan so oft? Ja! Meine Fresse. Seit wann bist du dran mit Sekiro? 18 Uhr? Hab ich doch gesagt. Komm, Sekiro. Yeah.
Scheiße! Der hat gerade meine Deckung durchbrochen, deswegen konnte ich nicht ausweichen. Nee, du wolltest erst Anno spielen. Nee, ich bin seit Beginn heute dran mit Sekiro. Wie mein Blut kocht. Dreh dich mir, Sekiro. What? Hey! Diese Kamera! Ja, ich glaube, dass das der Endboss ist, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil bei dem Spiel weiß man das nie. Da hätte man irgendwie schon 15 Mal sagen können, das ist jetzt der Endboss, aber... Ich glaube, das kommt dem sehr nahe. Es ist auf jeden Fall der schwerste Boss von allen, die wir bis jetzt hatten. Und dieser Dämon des Hasses war auch schon ziemlich krass. Und Genichiro, als wir das erste Mal gegen den kämpfen mussten, war auch ziemlich krass. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Oh, wurde schon gesagt. Komm, Sekiro. Dieser Windschnitt, ey, das ist so ein Abfuck. Lol. Ja, natürlich. Hast du von gestern den Drachen auch gemacht? Was für ein Drachen? Hä, was für ein Drachen? Hä? Was für ein Drachen? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe doch gegen gar keinen Drachen gekämpft.
Ich Feuer, ach so, der Dämon. Ja, der ist tot. Untergang von Ashina verhindern. Ich war gerade nur irritiert wegen Drache. Sekiro. War ja kein Drache dabei. Okay. Wie mein Blut kocht. Hey, ich hier, Sekiro. Shit. So unfair. Nichts dagegen machen. Meine Boss, wo er gerade eben gelegt hat, gestern aufgehört. Ja, die Reichweite von dem Alter. Ja, das ist halt echt ärgerlich, weißt du, dann stehst du schon hinter ihm und denkst so, boah, geil, jetzt kann ich ihm ein, zwei Treffer geben und dann schwingt er seine Lanze einmal hinten um sich rum und trifft mich trotzdem. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Also mit dem Speer kann ich gegen ihn irgendwie nichts anfangen. Das bringt leider gar nichts. Man könnte mal Feuer versuchen, aber ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Ich führe Ashina zum Ruhm. Werde den Untergang von Ashina verhindern. Ich hasse es, wenn er diese vielen schnellen Angriffe macht. Das ist so nervig. So viel Leben schon verloren, ey. Komm, Sekiro.
Und ja, es ist ein Arschlochspiel. Wie mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro. Ich konnte nichts machen. Nichts. Der hat mich instant getötet. Ja, ja. Ja, ja. Das ist halt echt vergebens. Ich kann machen, was ich will. Zögern heißt verlieren. Der mit Lanze, Schwert und Pistole, das ist einfach stellenweise so, so unfair. So, so unfair. Diese ganzen Angriffe sind so unvorhersehbar, weil er mal die langen Angriffe mit der Lanze nimmt, mal nimmt er die kurzen Angriffe, dann schießt er auf einmal noch spontan. Ich mach mir was zu essen, alles klar. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Wow. Komm! Sekiro! Natürlich trifft er mich noch. Mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro. Die bringen auch nix. Die bringen auch nix.
Ey, das ist so lächerlich. Der wartet und wartet und wartet, bis seine ganze Haltung wieder aufgebraucht ist. Ist jetzt wieder der Fokus weg? Oh mein Gott, ich hab die zweite Phase endlich mal. Oh wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche irgendwas zum Einnehmen. Scheiße. Wow! Wow! Das darf nicht wahr sein! Der war so gut wie tot! Fuck!
Alter, ist das ein Kampf, ey. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Nein! Alter! Ach, Mann, ey. Boah. Wieso muss ich denn da in dem Moment einen Schritt nach vorne machen und kassiere direkt zwei Scheißschläge, Alter? Zwei Instant-Hits von oben runter. 50%, 50% tot. Willkommen zurück, die Fighter. Eieieieieieiei. Okay. Okay. Okay, abschütteln und los geht's. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Komm, Sekiro. What? Warum hat er das nicht angenommen? Naja, zumindest bin ich noch nicht tot. Nein! Wieso denn? Ich hab die doch geblockt! Das kann heißt verlieren. Auf die dritte Phase warten bis circa Half-Life und dann den Alarm-Command spammen. How to be kein Mod mehr. Ja. Wahre Freunde erkennt man an solchen Aussagen. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern.
Hat komm, verschissen. Sekiro! What the fuck? Wieso macht er denn jetzt den Angriff? Oh nein! Verlieren. Na 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 na. Und täglich grüßt das Murmeltier. Denn ich es führe Aschina zum dasselbe. Ruhm. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Sekiro! Wie viel Schaden das macht. Hey, listen! Wie mein Blut kocht! Stell dich mir, Sekiro! Nein, ich hasse es, wenn ich da nicht mehr rauskomme. Komm, jetzt machst du den Angriff, du Nutte. Yeah.
Scheißdreck. Nein! Nein! Ich bin tot. Ach! Damm ich noch! Dieser eine Blitz, den ich nicht zurückgeschlagen bekommen habe, ey. Hätte ich das hingekriegt? Boah, ey. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette. Heißt das nicht wäre, wäre Fahrradkette? Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Ich kenn's als hätte, hätte Fahrradkette. Klingt, finde ich, auch besser. Du hast ja gar keine Ahnung. Du kennst Lothar Matthäus nicht. Geh mal Pipi machen. Ich pinkel doch jetzt hier nicht einfach auf die Tastatur. Ja, ich geh mal kurz Pipi machen. Gute Idee. Bis gleich.
So. Okay, los geht's. Das hatte ich so ein Gefühl. Easy. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. So. Okay, Alter. Komm, Sekiro. Alter, was ist hier gerade los? Ich kann nichts machen. Ich konnte gerade nichts machen. Kennt halt seine Kinder. Ich würde gerne als Genichiro spielen. Der scheint auch einiges durchgemacht zu haben. Ich führe Wäre schon irgendwie ganz rum. Cool, in einem DLC in die andere Haut mal zu schlüpfen. Also in seine zum Beispiel. Was ihn so anstrebt. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Natürlich. Komm, Sekiro. Wieso kriege ich meine Blocks gerade nicht durch? Phase 2. Was? Der hätte mich beinahe gerade noch angegriffen. Wie mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro. Wow. Was ist denn hier gerade wieder los? Ich kann wieder nichts machen hier. Ja, komm!
Endlich! Ich konnte wieder nichts machen, ich hasse es. Scheiße! Scheiße. Ich hasse diesen Angriff, dieser Kackwirbel, ey. Das ist doch zum Kotzen. Wieso kriege ich den nicht mehr zurückgepfeffert? Muss wieder irgendwas finden, womit ich meine Lebenspunkte voll heilen kann. Das geht, glaube ich. Ich konnte schon wieder nicht zurückfeuern. Zögern heißt verlieren. Beim Wirbel nochmal springen, wenn du weißt, wenn du denkst, dass es knapp wird. Springen hilft bei dem Wirbel nicht. Du musst aus diesem Radius raus. Das ist die Krux. Was ich aber probieren könnte, ich arbeite mit der Lanze ja sowieso nicht, ich könnte bei dem Wirbel den Schirm benutzen. Das könnte ich mal ausprobieren. Wenn ich weiß, der macht den Wirbel und ich schaff's vielleicht nicht, dann einfach den Schirm benutzen. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Hä, wieso kann ich... Steh doch auf, Junge! Bleibt einfach liegen. Bleibt der einfach liegen, der blöde Hund. Ah ne, Wolf war es ja. Ist dasselbe. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Komm, Sekiro. Mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro.
Oh nein! Zögern heißt verlieren. Ey, das gibt es nicht. Dieser scheiß Abgrund, wie oft er mich jetzt einfach schon getötet hat. Willkommen zurück, Steffi. Lass es dir schmecken. Ich führe Ashina zum Ruhm. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Komm, Sekiro. Mein Blut kocht. Stell dich mir, Sekiro. Yeah.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Alter! Stirb jetzt bitte! Keine neue Phase! Stirb einfach! Bitte! Bitte sei tot! Bitte sei tot! Bitte sei tot! Eos! Gut gemacht, Sekiro. Lebt wohl. Ah. Ah. Von wegen Heiliger, du bist so ein Teufel gewesen. Ohne Spaß, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse alle. Ich hasse diesen Feuerdämon, Hassdämon. Ich hasse Ishin. Ich hasse Genichi. Ich hasse sie alle. Ah. 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 Und hey Rocco, schön, dass du da bist. Wolf, wo bist du? Ich bin hier bei euch. Nehmt die Drachentränen. Mein treuer Shinobi, jetzt durchtrenne die Fesseln der Unsterblichkeit. Ich denke, ihr solltet das haben. Sicher kommt bald der Tag, wenn ein Shinobi nach der Macht sucht.
Was für ein fucking geiles Spiel. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr epische Momente in dem Spiel gewesen. Aber sowas von. Die Frage ist jetzt natürlich nur, sind wir der neue Bildhauer oder waren wir schon immer der Bildhauer? Wobei, ich glaube, wir sind der neue Bildhauer. Ich glaube nicht, dass wir schon immer der Bildhauer waren, denn unser Arm wurde ja nicht von Isshin abgeschlagen, sondern von Genichiro, dem Enkel. Das kommt sonst nicht hin. Würde es einen Nachfolger geben? Das wäre auch eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Standalone-Titel, so wie Bloodborne. Ich habe gerade spontan Bock, ein 2 Stunden langes Video anzusehen, was die gesamte Geschichte nochmal erklärt. Das ist halt das Problem bei solchen schweren Spielen. Das war bei Dark Souls, glaube ich, noch schlimmer, weil bei Dark Souls hat man die Geschichte ja nicht wirklich erzählt bekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass man halt an manchen Stellen wirklich so eine Stunde oder zwei einfach nur dran sitzt, um da vorbeizukommen, verliert man irgendwann so ein bisschen den Faden. Und dadurch, dass man das natürlich auch dann über einen Monat oder zwei hinweg spielt, dann verliert man so ein bisschen den Faden, worum es sich jetzt genau nochmal dreht. Es gab den ein oder anderen Moment der Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Was für eine Verzweiflung. Musik Development stand da Blizzard. Das stimmt auch, die Fighter, ja. Es werden Sachen natürlich auch bewusst verschwiegen und in den Hintergrund gepackt. Aber das ist bei dem Spiel zum Glück nicht so schlimm wie bei den Dark Souls-Teilen oder vielleicht auch bei Bloodborne. Weil da musst du ja wirklich Item-Beschreibungen lesen, um überhaupt zu verstehen, wo du da bist und was du da überhaupt machst. Um Spiel wirklich zu verstehen, sollst du es mehrmals spielen, mit einer Community zusammenarbeiten. Dark Souls sagt, hat Story, gibt's eine große Sange, die er aber nicht findet selber heraus. Ja, das Problem an Dark Souls ist sogar, dass die Story in sich noch Lücken hat. Also es ist keine fertig geschriebene Story, sondern eine mit offenem. Mit offenen Fragen.
Das ist das Gemeine an Dark Souls. Kleiner, du hast echt mega geil gespielt. Lob. Danke. Ich hab mein Bestes gegeben, aber wir haben trotzdem, ich glaube, fast 50 Stunden jetzt gebraucht. Dafür, dass es angeblich 25 sein sollen. Du hast aber auch sehr viele Nebensachen mitgenommen, muss man auch sagen. Ja, ich habe versucht, möglichst viel mitzunehmen, weil ich so ein Spiel, gerade so ein From-Software-Spiel, da will ich nicht einfach nur durchrennen. Das ist mir zu schade dafür. Durchgang Nummer 2 jetzt starten. Wenn du Durchgang Nummer 2 nicht startest, kannst du ihn jederzeit über die große Figur des Bildhauers im maroden Tempel starten. Das machen wir dann mal wann anders. Ich glaube, ich gucke mir da noch ein bisschen die Gegend an. Durchgang Nummer 2. Wollt ihr noch weitere Geschäfte mit mir machen, mein Freund? Oh, falls ihr den Bildhauer sucht, der ist fort. Er hat irgendwas von den Flammen gemurmelt und ist abgehauen. Ich glaube, er lief in Richtung Schlachtfeld. Ich wusste es. Aber wo er hin ist und warum, das geht mich nichts an. Ich wusste, dass der Dämon des Hasses der Bildhauer ist. Ich wusste es. Das habe ich sofort gesagt. Starte ich jetzt Durchgang 2? Nee. Strange. Ja, der hatte aber am Ende, als ich ihn besiegt habe, hat er ja gesagt, dass er mir dankt dafür, dass ich ihm geholfen habe, weil er ist ja von Hass zerfressen gewesen, weshalb er dann auch gestorben, also weshalb er dann halt in diesen Dämon sich verwandelt hat und wir ihn dann auch töten konnten, sollten, mussten, wie auch immer. So, jetzt will ich aber mal gerade herausfinden, wo ist denn die große Buddha-Statue, von der da gesprochen wurde, um in die Phase 2 zu kommen. Da stand doch beim Bildhauer. Irgendwas vercheckt? Ist die hier gemeint? Ah, hier, Durchgang 2 starten. Ja, guck. Okay. Das Einzige, was ich halt immer schade finde, ist, dass ich jetzt nicht speichern kann und dann sagen kann, hier, ich nehme den Spielstand und behalte den und spiele jetzt einen Spielstand in Durchgang 2 weiter. Das ist immer so traurig, dass man dann immer alles verliert, was man bis dahin halt gemacht hat. Ja, krass. Wir könnten mal mit dieser Emma nochmal sprechen. Vielleicht sagt die uns ja noch was. Vielleicht können wir ja noch so ein bisschen Story rausholen aus dem Spiel. Werter Wolf, ich freue mich über euren Besuch. Vergebt mir. Auf Wiedersehen. Sehr merkwürdig. Das scheint also noch alles so zu sein, wie es vorher war. Ashina ist immer noch in Flammen und so, also da hat sich jetzt gar nichts geändert.
So wie es aussieht. Zum ersten Mal, dass wir hier über die Wiese laufen können, ohne dass hier einer auf uns wartet. Als wenn Frieden wäre. Ja, ich weiß, dass manches grau hinterlegt ist. Das liegt ja daran, weil die Welt sich weiterentwickelt hat und die Punkte nicht mehr erreicht werden können. Die sind gesperrt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir hier jemanden finden, also diese Emma oder so. Der Junge liegt hier auch nirgendwo mehr. Tja, was macht man dann jetzt noch? Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht alles, aber so gut wie alles erledigt haben. Wir gehen jetzt zum Maroden Tempel. Ich werde dann jetzt auch den Stream beenden. Das reicht ja dann für heute.